Herzlich willkommen zur Silvio Samoni Weihnachtsshow. Freuen Sie sich auf die schönsten Weihnachtsmelodien, gesungen von der goldenen Stimme vom Wörthersee und seinen musikalischen Freunden. Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Abend. Begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus Silvio Samoni. Zu schnell vorüber. Die Zeit, sie streichelt mahnend durch mein Haar. Ich sollte die Momente nicht vergessen, in denen ich so endlos glücklich war. Oft suche ich am Himmel in den Sternen, obwohl es mir im Leben an nichts fehlt. Sehnsucht wird mein Herz auch dann begleiten, wenn ich schon lange weiß, was für mich zählt. Winternacht, pass auf, dass nicht der Rauch auf deine Seele dir daraus einen langen Mantel macht. Auch ich kann mich der Kälte nicht erwehren, wenn weißer Schnee auf roten Dächern sitzt. Doch ein Gefühl, das gibt es hier auf Erden, das mich vor meiner Einsamkeit beschützt. In deinen Armen Weihnacht finden, lass mich das große Glück erfahren. Ich kann doch nur in deinem Herzen all meine Träume aufbewahren. So wärm wie Sternenschein in deinen Armen Weihnachtskinder, das muss der Himmel sein. In deinen Armen Weihnachtskinder, das muss der Himmel. Herzlichen Dank. So, jetzt ein bisschen moderiert zu meinem Tisch. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Darf ich mal alle ganz, ganz herzlich zur mittlerweile 7. Schlagerweihnacht, Fellner Schlagerweihnacht hier im Casineum in Velden begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, ich habe natürlich
Sie sind alle meine Ehrengäste, aber ich habe ein paar, die darf ich ganz besonders begrüßen. Und ja, auf jeden Fall an meine vielen, vielen Freunde und Fans vom Fanclub Kärnten, vom Fanclub Steiermark, vom Fanclub Niederösterreich und auch vom Fanclub Steins. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, meine lieben Freunde und Fans. Dankeschön. Begrüßen darf ich auch meinen Medienpartner oder unseren Medienpartner, die Regionalmedien, und da ist stellvertretend heute der Kurt Ortner mit seiner Frau da. Herzlich willkommen. Und auch Anita Feilig ist da von den Traustädtern, beziehungsweise Regionalmedien, so besser gesagt. Liebe Anita, herzlich willkommen. Und ja, von der Kronenzeitung, und das freut mich wirklich ganz besonders, liebe Sabine, lieber Wilfried, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja da schon 5 Jahre schon mal an, aber heute hat es wirklich gepasst. Freut mich ganz besonders von der Kronenzeitung, die Familie Krierer, herzlich willkommen. Ja, und auch die Karin Wassermann ist auch von der Kronenzeitung, aber herzlich willkommen. Ja, da möchte ich noch ganz herzlich begrüßen von der Werbeagentur Svoboda aus Wernberg, Ingrid und Charlie Svoboda. Das ist quasi unser Bilden, der Charlie ist unser Bühnenbildner, sage ich. Der hat dieses Bild heute noch gemalt, das wollen wir, dass da zeitweise auftaucht. Lieber Charlie, vielen, vielen Dank. Du hast wirklich wahrscheinlich nicht viel geschlafen heute, gell? Nur ein paar Stunden. Ja, passt. Ich ist dann reicher, vorgeschlafen. Gut, dann darf ich ganz, ganz herzlich begrüßen von Reisebüro Buley, den Christian Buley und seine Evelyn. Und auch ganz herzlich begrüßen darf ich auch vom Reisebüro Lindebner, Karin Lindebner, und heute ist, glaube ich, der Juniorchef oder Fabian, kann das sein? Ah ja, genau, schön, herzlich willkommen. Und morgen kommt der Chef höchstpersönlich, habe ich mal sagen lassen. Ja? Gut. Ja, ich darf dann auch noch ganz herzlich begrüßen einen ganz, ganz lieben Freund von mir, Vorstandsdirektor Peter Kotgasser und seine Brigitte. Herzlich willkommen. Ja, und vom Einkaufszentrum Südpark auch ein ganz lieber Freund heute hier, der Heinz Ahatz. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Es freut mich, dass die Chefin da ist vom Triumph-Shop in Feldkirchen, Sabine Fasching. Herzlich willkommen. Ja, und ich habe da jetzt noch, ich habe so viel Zettel, ich merke mir leider Gottes nichts mehr. Meine Haarstylistin sitzt da hinten. Liebe Silvia, herzlich willkommen. Silvia Katzdolber. Da muss ich ganz kurz was dazu sagen, sie hat heuer ihr 25-jähriges Bestandsjubiläum gefeiert und sie ist die jüngste Friseurmeisterin, sie ist es noch immer, die jüngste Friseurmeisterin von Österreich. Herzlich willkommen. Tja, dann ist auch eine große Abordnung vom Autohaus Marco in Griffendorf. Herzlich willkommen. Es freut mich ganz besonders, dass aus der Musikbranche auch ein paar Damen und Herren hergefunden haben zu mir. Und da möchte ich ganz, ganz herzlich begrüßen meinen Produzenten und Freund Christian Zierhofer mit seiner Tanja von Tonstudio Zierhofer in Wiener Neustadt. Ja, und der Andi, wo sitzt er? Andi, also ich hab rausgesucht, also es ist ein Wahnsinn. Autor, Musikexperte, ist auch einfach 1000 Sasa. Also ich darf ganz herzlich begrüßen Andi Zaratnik. Schön, dass du da bist heute, dass ihr heute da seid. Dankeschön. So, vom Team Musiker darf ich ganz herzlich begrüßen Wolfgang Köck. Der Erfinder der Fiederhardtorte ist da und ehemaliger Forschungsfreund, der Robert Grolini. Herzlich willkommen. Lieber Robert, servus. So, jetzt habe ich noch aufgeschrieben, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz liebe Freunde, und zwar vom Pensionistenverband Kleinsankt, ist der Chef heute da, der Gerhard Goy, und hat wirklich jede Menge Mitglieder mitgebracht. Herzlich willkommen, der Pensionistenverein aus Kleinsankt.
Ebenso immer mit dabei der Pensionistenverband Maria Rhein, der Johann Benz mit seiner Barbara. Aber wie gesagt, das ist ja schon Tradition, der ist von der ersten Stunde mit dabei und hat natürlich eine ganze Abordnung aus Maria Rhein mitgebracht. Herzlich willkommen. So, dann habe ich noch den Herrn Knappitsch von Panapatrin von der Niederlassung Klagenfurt, das ist dort der Chef. Lieber Herr Knappitsch, herzlich willkommen. Von der IPA Klagenfurt, also Polizei, Vorsicht, also wie gesagt, heimlich trinken, gell? Schaut genau, nein, die Gerti ist ganz eine Liebe. Eine ganz liebe Freundin von uns, Gerti Zwonerich und Jan Schosi, herzlich willkommen. So, und dann darf ich noch ganz, ganz herzlich begrüßen, und da muss ich auch noch etwas dazu sagen, und zwar eine liebe Freundin von uns, die Cetta. Frau Cetta hat nämlich Tonnen an Kekse gebacken, hausgemachte Kekse. Die gibt es dann später draußen im Foyer bei der Aftershow-Party. Und die Cetta ist wirklich jetzt Tage, Wochen, weiß ich, wirklich Stunden gestanden, hat Kekse ausgebacken, aber wirklich vom Feinsten. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, nach der Veranstaltung nicht gleich nach Hause zu gehen, sondern da bleiben und diese Kekse kosten. Die sind draußen kostenlos zu entnehmen. Ich wollte ihr zumindest das Material zahlen. Sie hat gesagt, nein, sie möchte das quasi als Spende für Licht ins Dunkel, diese Veranstaltung verschönern und möchte es einfach haben. Und sie nimmt es dafür, es ist ihr eine Ehre. Und liebe Cetta, noch einmal herzlichen Dank und ein Riesenapplaus. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich gleich nochmal bei meiner Schwester, bei Hannelore, beim Ernst, bei meinem Schwager und bei meiner Nichte bedanken. Die haben diese Tausende von Keksen fein säuberlich auf Tellern gepackt und ja, Wahnsinn. Also jedenfalls vielen, vielen Dank und ja, es wird euch sicher schmecken. Und das ist mir auch ein Anliegen, es ist ein ganz lieber Fan von mir heute da, sitzt irgendwo da hinten mit der Familie und ich möchte ganz, ganz herzlich begrüßen meinen lieben großen Fan, die Laura aus Köstenberg. So, meine Damen und Herren, ja, also ich bin wirklich ganz überwältigt, wir haben ja heuer Premiere und zwar gibt es morgen auch noch eine Vorstellung. Wir haben eigentlich jedes Jahr nur eine Vorstellung gehabt und es waren die Nachfrage so groß und wir haben gesagt, wir probieren es einmal und schauen wir mal, vielleicht bringen wir heute ein paar hundert Leute auch am Sonntag zusammen, weil wir waren wirklich jedes Jahr schon im Oktober eigentlich ausverkauft. Und jetzt haben wir was machen müssen, jetzt gesagt, wir probieren heuer mal, vielleicht bringen wir eine zweite Veranstaltung zusammen und siehe da, es ist nicht nur heute ausverkauft, sondern auch morgen. Und ich... Und ich freue mich wirklich so riesig, dass Sie unserer Einladung so gefolgt sind und jetzt würde ich sagen, jetzt höre ich auf zum Reden, jetzt tue ich das, was ich wirklich kann, das Singen. Und ja, und ich habe da so einen schönen Blog zusammengestellt, so eine Einstimmung auf den Advent. Ich lege dir mein Herz unter den Weihnachtsbaum, den Little Drummer Boy und Luce de la Pace, Licht des Friedens. So, und jetzt wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung. Himmel
schwarzen Sterne in die Unendlichkeit. Im Schein der Kerzen suche ich deine Hand und der Herrgott segnet das stille Land. Man spürt überall ist Weihnacht, tiefe Besinnlichkeit. Im Herzen brennt das Licht, diese gnadenvollen Zeit. Ich leg dir mein Herz unterm Weihnachtsbaum. Nimm es für immer, vollende unseren Traum. Im Glanz der heiligen Nacht hat der Himmel uns bewacht. Ich leg dir mein Herz unterm Weihnachtsbaum. Nimm es für immer, vollende unseren Traum. Ich leg dir mein Herz unterm Weihnachtsbaum. Sängerinnen kurz vorstellen. Die meisten kennen sie natürlich, aber das muss ich natürlich machen, das gehört sich. Zu meiner Linken Ingrid Ragaschnik. Und zu meiner Rechten Petra Nurt. So, haben Sie jetzt
Luce della Pace. Mitten in der Dunkelheit, irgendwo nicht weit von hier, schlägt das Gute tief verschneit und ich werd's finden, glaub es mir. Fehlt doch zu gern, ewig glücklich sein auf diesem blauen Stern. Luce della Pace, Licht des Friedens. Perfekt in die Weihnachtszeit. So, jetzt habe ich die Ehre, meine Damen und Herren, meine kleinen Freunde haben jetzt einen großen Auftritt und freuen Sie sich jetzt mit mir eben auf meine kleinen Freunde und auf den großen Auftritt, auf meine Kärntenkids unter der Leitung von Petra Nuwart.
was geben. Morgen werdet ihr euch freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in eurem Herzen sein. Jedes brave Kind kriegt dann ein Geschenk vom Weihnachtsmann. Casino, ein Weihnachtsmann, wenn das mein Chef war. Übrigens habe ich jetzt eine Geschichte gehört. Zwei Spieler, die im Casino spielen wollten und nicht wussten, auf welche Zahl sie setzen sollten, versuchten probeweise mal die Summe ihrer Kinderzahl. Und siehe da, es hat geklappt, der eine hat drei, der andere hat zwei gehabt, das hat zusammen fünf gemacht. Und fünf hat den Gewinn gebracht.
Da meint der eine Spieler froh und jetzt machen wir es wieder so und setzen auf die Ehepflichten, die wir zwei wöchentlich verrichten. Der eine nannte 6 als Zahl, der andere tat es 7-mal, aber dann in Summe 13-mal, drum setzten sie auf diese Zahl. Nur diesmal kam die 2 heraus. Drum rief der eine wütend aus, schau, hätten wir jetzt nicht gelogen, hätten wir ein zweites Mal gezogen. Aber Felden hat doch mehr zu bieten. Einen wunderschönen Adventmarkt. Bei den Buden hell beleuchtet, wo die Kehlen man befeuchtet, stehen Leute und sie schnüffeln an dem Glühwein, den sie süffeln. Leider ist die Luft zu warm und der Schneemann ist aus Pappe. Nebenan grinst mit viel Charme eine Nikolaus-Attrappe. Vieles hier wirkt theoretisch, auch der Schnee ist nur synthetisch. Weil man echten Schnee nicht hatte, griff man raffiniert zur Watte. Doch nach einer Ladung Punsch oder Glühwein, je nach Wunsch, kriegt die Weihnachtsmarkt-Synthetik sehr lebendige Ästhetik. Denn der Schneemann, er bewegt sich und der Nikolaus, er regt sich. Nur ein Glas noch, dann, juhu, dann ist die Warte echter Schnee. Sachs Royal! Thank you.
hören Sie zu. Sag's ruhig auch zu meinen Freunden aus Osterhof. Musik vom Feinsten, würde ich sagen. Ja, und ich darf Ihnen jetzt mein Kärntner Kornsammel ansagen. Wir haben für Sie ein paar wunderschöne Advent- und Weihnachtslieder, Kärntner Weihnachtslieder ausgesucht, ein paar Hirtenlieder. Und ja, ich glaube, das passt einfach auch zu meiner Veranstaltung. Das sind unsere Wurzeln. Wir singen einfach gern im Quartett vierstimmig Kärntnerlieder. Und ich habe gesagt, nein, das gehört auch zu meiner Schlagerweihnacht und das passt einfach gut einer. Und jetzt würde ich sagen, begrüßen Sie einmal den Riesner raus, mein Kärntner Kornsammel, Ingrid Raschnick, Wolfgang Gabutsch und Peter Nur. Wann die Blätter fallen und da hier es kind, wann sein Haslern knallen, da ja das Fixe nimmt, und da Himmel ist so blau und klar, ist mir die liebste Zeit vom ganzen Jahr, und da Himmel vom ganzen Jahr. Und der Altweiber Sommer sich so auserregt, wann sie in der Flammer drum auf Glatzen schlägt, wann der Holter pur so singt und Hummer schreit, ist mir vom ganzen Jahr die liebste Zeit. Wann der Holter so singt und Hummer schreit, ist mir vom ganzen Jahr die liebste Zeit. Wann die Palmer blieben, wo die der Maien braucht, wie die Jungbirn wissen, hat mir's Herz weggebracht. Wann der Spotte hiebst, dann auf ein bisschen gefreut, ist mit dem Jungs sein Haus und man bereut. Und der Spotte hiebst, dann auf ein bisschen gefreut, ist mit dem Jungs sein Haus und man bereut. Schlafen schon lang, da Winter rückt heraus und weint. Aber da wacht auf, hat ein wunderschön Klang, Advent, Advent. Der Sonn scheint so rar und die Nacht gemein friert. Oft ahnen in Völligkeit, da tragen die Tonnen Kranz glanzende Blühen. Advent, Advent. Der Weg durch die Nacht ist jetzt ausgerechnet worden. Die Hoffnung ans Herz und die Hand. Für alle von uns wird das Kindergeburt. Advent, Advent. Jetzt sitzt der graue Winter tot im Sirkmar um und um. In Bergen sind da Rheinfrüste, im Grauen scheint Kasum. Man hört kein Vogel pfeifen, man sieht kein Blattle klee.
kein Brändeglocken leiden, kein ganz auf der Höhe. Kein Brändeglocken leiden, kein ganz auf der Höhe. Mei, was soll das bedeuten, das heut um Mitternacht? Die Sturmglocken leiden, hat ein Engelbotschaft gebracht. Messias soll geboren sein, kommt aus dem Paradies. Sein Wort soll eine Jungfrau sein, das war einmal was Neues. Sein Wort soll eine Jungfrau sein, das war einmal was Neues. Viel König, meine Hirten, seid's los, dann und wacht. Ihr dürft nicht fürchten, wann's gleich Mitternacht. Ihr habt ja vernommen die englische Stimme. Steht's auf und geht's heilend nach Bethlehem hin. Steht's auf und geht's heilend nach Bethlehem hin. Möcht ich auf Bethlehem Kirchpfotten gehen. Ich hätt wohl selber zwar aber kein Ganzen, möcht meine Sprinzerten grad dran reiten. Heut ist zu Bethlehem da raus der Lärm ausgehen. Muss ich mein hölzernes Flachter mitnehmen? Ja, Flachter mitnehmen. Na, ans Nehmen, oh Hilfe, was beten, sucht sich ein Musi her, alles, was ma an. Du wirst das Geige drum und die Flöten, und wenn ein Sinn dazu stimmt, ein Feindsang. Das kleine Kinderlein wird ja recht fliehen sein. Boma, werden ans Aufspül fein. Ja, aufspülen fein. Advent ist ein Leichen, ein Licht in der Nacht. Kerzen und Kerzen an
Letzte Woche hat mich jemand gesehen. Ich war beim Finanzamt zum Betteln und Flehen. Denn das Finanzamt ist gerecht und teuer und verlangt von mir jetzt Einkommensteuer. Das Amt wollte noch wissen, ob es angehen kann, dass ein Weihnachtsmann so viel verschenken kann. Das Finanzamt hat so nicht kapiert, wovon der Weihnachtsmann das finanziert. Ich habe gesagt, die Zwerge stellen die Geschenke her. Und da wollte das Finanzamt wissen, wo die Lohnsteuer wäre. Für den Wareneinkauf müsste es Quittungen geben und die Erlöse wären anzugeben. Ja, ich verschenke das Spielzeug an Kinder, wollte ich mich wehren. Ja, dann wäre die Frage der Finanzierung zu klären. Sollte der Weihnachtsmann vielleicht Kapitalvermögen haben, wäre dies jetzt besser zu sagen. Meine Zwerge besorgen die Teile und basteln die vielen Geschenke in Eile. Das Finanzamt fragte, wie verwandelt, ob es sich um innergemeinschaftliche Erwerbe handelt. Oder kämen die Gelder, das wäre ein besonderer Reiz, von einem illegalen Spendenkonto, gar aus der Schweiz. Aber ich bin doch der Weihnachtsmann. Ich brauche doch kein Geld. Ich beschenke doch die Kinder in der ganzen Welt. Aus allen Ländern kommen die Sachen, mit denen wir die Kinder glücklich machen. Dieses wäre ja wohl nicht geheuer. Da fällt jetzt an die Einfuhrumsatzsteuer. Das Finanzamt von diesen Sachen, keine Ahnung, meinte, dies wäre voll für die Steuerfahndung. Mit diesen Sachen, welch ein Graus, fällt Weihnachten dieses Jahr leider aus. Und das Finanzamt sieht es so nicht ein und entzog mir den Gewerbeschein. Jetzt bin ich als Weihnachtsmann dazu verurteilt, an langen Winterabenden beim offenen Kamin Geschichten zu erzählen. Vor allem in der Vorweihnachtszeit, da sehnt man sich gerne Geschichten, so liebe Geschichten über Tiere zum Beispiel. Ne? Ein Rabe saß einmal auf einem Ast, flog ein zweiter Rabe vorbei und fragte den Raben, was machst du? Und so genug, sitze einfach nur hier, schaue dumm durch die Gegend und rede Blödsinn daher. Hat, das möchte ich auch. Setzt sich der Rabe zum anderen Raben dazu, kommt ein Hase vorbei und fragt die zwei Raben, was macht ihr da oben? Und so genug, sitzen da, schauen dumm in der Gegend herum und reden einen Blödsinn daher. Der Fuchs hat gesagt, nee, das möchte ich auch. Setzt sich unter die Raben auf den Boden, kommt ein Hase vorbei. Und sagt er, was macht ihr drei? Sagt er, naja, wir sitzen so herum, schauen dumm in die Gegend und reden Blödsinn daher. Das möchte ich auch. Der Hase setzt sich zum Fuchs, kommt ein Jäger vorbei, schießt den Hasen und den Fuchs tot. Meint der eine Rabe zum anderen, tja, hab ja immer gesagt. Herumsitzen, nichts tun, dumm durch die Gegend schauen und blöd reden, kann man nur in einer höheren Position. Geschichten kann man natürlich sich unter Erwachsenen erzählen, nicht? Aber eine wahre Weihnachtsgeschichte. Klein Fritzchen geht vor dem Heiligen Abend in die Kirche und macht sich an der dort aufgestellten Weihnachtskrippe zu schaffen. Der Pfarrer beobachtet ihn unbemerkt dabei, sagt jedoch nichts. Nachdem Fritzchen wieder gegangen ist, schaut sich der Pfarrer die Krippe an und stellt fest, dass Fritzchen den Josef mitgenommen hat. Am nächsten Tag scheint Fritzchen wieder in der Kirche. Er geht wieder zur Krippe und nimmt etwas weg. Der Pfarrer beobachtet ihn, sagt aber wieder nichts. Nachdem Fritzchen wieder gegangen ist, schaut sich der Pfarrer die Krippe an und stellt fest, dass Fritzchen die heilige Mutter Maria mitgenommen hat. Jetzt wird es dem Pfarrer aber zu bunt. Und er beschließt, Fritzchen nächsten Tag auf frischer Tat zu ertappen.
Am nächsten Tag kommt Fritzchen wieder, geht zur Krippe, nimmt allerdings nichts weg, sondern legt einen Brief in die Krippe. Der Pfarrer beobachtet dieses wieder und wartet erst einmal ab. Fritzchen geht wieder. Der Pfarrer geht zur Krippe, nimmt den Brief und öffnet ihn. Darin steht geschrieben: Liebes Christkind, wenn du mir dieses Jahr wieder kein Mountainbike zu Weihnachten schenkst, siehst du deine Eltern nie mehr wieder. Wird es jetzt aber wieder für Lieder. Wunderschöne Lieder mit Silvio Samoni. Don't
Dank, danke schön. Ich glaube, die Melodie kennen wir alle. Die 9. Sinfonie von Dvořák aus der Neuen Welt. Also eine wunderschöne Melodie. Und da gibt es eben diesen tollen Text auf Italienisch. Und ja, diese populäre Klassik habe ich immer schon angesprochen. Das ist so meins und das singe ich eben sehr, sehr gerne. Ja, und der nächste Titel ist eigentlich auch kein Weihnachtslied oder Adventlied, aber es passt einfach perfekt in diese Zeit hinein. Es ist ein Wiegenlied von Franz Schubert, Mille Cherubini in Coro. Aufräumen zwischen Schachteln versteckt, habe ich einen Christbaumständer entdeckt. Es war ein besonderer Ständer, das konnte man sehen. Man drückte auf einen Knopf und er konnte sich drehen.
Von einer Drehorgel weit sie erklang zur Freude aller Leut das Weihnachtslied, O du fröhliche Zeit. Ich hab schon geträumt, wie alle sich freuen, steck ich den Baum in den Ständer hinein. Besonders die Oma, schon alt und gebückt, die sicher von diesem Ständer entzückt, den der Opa einst für die heilige Nacht, als er noch lebte, selbst hat gemacht. Ich schmückte den Baum mit Lametta und Kerzen, allerlei Naschwerk und Lebkuchenherzen, einen Stern auf die Spitze und auf den Ästen sogar gelockte Strähnen von Engelshaar. Weihnachten nahte der heilige Abend auch, und wie's bei ihr, uns hier im Abendland Brauch, ließ ich am Christbaum die Kerzen entflammen, und wir saßen alle vorm Christbaum zusammen. Auch Oma saß schon ganz verloren im alten Polsterstuhl mit Ohren und schaltete im Lichterschein den alten Christbaumständer ein. Der Lichterbaum, er drehte sich, er freute alle, so auch mich. Und es klang so lieblich in die Herzen der Leut das Weihnachtslied, O du fröhliche Zeit. Die Oma im Stuhl, das muss ich erwähnen, hatte plötzlich die Augen voll Tränen. Sie meinte von ihrer gemütlichen Stätte, wann's doch der Opa erlebt auch noch hätte. Doch der Baum begann sich schneller zu drehen. Man konnte vereinzelt den Baumschmuck noch sehen. Das Bäumchen drehte sich so schnell wie ein Kettenkarussell. Die mit Kirschwasser gefüllten Pralinen flogen einfach so von hinnen. Einer rief, das ist nicht schön, alles jetzt in Deckung gehen. Der Rauschengel am Gipfel des Baumes flog wie ein Geschoss in eine Ecke des Raumes. Und das gelockte Engelshaar flog auf Omas Kopf sogar. Mit Lametta und so Engelshaarstücke sah das aus wie eine Perücke. Sie meinte nur, Gott ist das schön, könnte mich nur der Opa so sehen. Die anderen mussten sich schnell decken und hinter Möbel sich verstecken, sonst hätte, und ich sag's ganz offen, ein Christbaumkugelhagel sie getroffen. Schließlich fiel der Baum das Drum aufgrund des Tempos einfach um, und was ich nicht erwartet hätte, auf unser Weihnachtstraumbuffet. Ein Schokosnapsflascherl, das in der Luft rumgeschwirrt, ist in Omas Gesicht auch noch explodiert. Und wie sie den Schnaps hat abgeleckt, hat's gesagt, das hätte auch den Opa geschmeckt. Das Weihnachtsfest, das war halt verhaut, das ganze Zimmer verdreckt und versaut. Nie wieder will ich, dass ein Weihnachtsbaum steht in einem Ständer, der von selber sich dreht. Doch die Oma sagt, wenn der Opa das noch leben, dann wird sowas sicher nicht geben. Der Ständer hat ihn schon damals geneckt. Drum hat er ihn oben am Dachboden versteckt. Also eines muss ich jetzt schon dazu sagen. Ich würde mir nie einen singenden Christbaumständer wünschen. Da wünsche ich mir schon lieber Safer Six. You know Dasher and Dancer and Prancer.
an. Wir freuen uns, dass wir das erste Mal da sein dürfen bei dieser Veranstaltung. Wir sind eine Gruppe, eine Pop-A-Cappella-Gruppe aus dem Raum Wien, Niederösterreich. Christmas rock and roll.
present hanging from the tree. You never guess what you got from me. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. We better hold each other tight. You never know it might snow tonight. Guys and girls, stay up late. So excited, big and late. Clutch the big keys on the money racket up for all you heard. Began to learn, began to sing, began to make the raptors ring. Pull my crack, hello, let me be the silver star upon your tree. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. All dressed up, so here to go. To hear sleigh bells in the snow. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. Tonight old Santa never, never stops. He bumps above the chimney tops. You know me rocking, hey, and stocking. Better see a big surprise. Cause I'll be rocking, hey, and stocking. You won't believe your beautiful eyes. Join the fun, it's Christmas time for everyone. May your days be merry and bright. This ain't gonna be no silent night. See the stars, where to ring. Soon they're gonna see the New Year's in. No one's looking, it's big queen. Come on and rock and roll for all that thing. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. Presents hanging from the tree. You never guess what you got from me. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. You better hold each other tight. You never know it might snow tonight. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, die Stars des Abends, Silvio Samoni und die Kärnten Kids, hier auf der Bühne zu begrüßen. Jetzt kommt das Lied Weihnachtskuchen, gesungen von Katrin, Silvio und den Kärnten Kids. Bye.
habe ich Glück. So, vielen Dank, Dankeschön. Das war meine Kärntenkids. Ja, meine Damen und Herren, jetzt darf ich Ihnen einen ganz jungen Künstler vorstellen. Er ist vor kurzem erst bei mir aufgetaucht in der Firma. Bei meiner Frau gesagt, na, er hat eine CD, hat eine Sine-CD aufgenommen, ein Weihnachtslied. Und es wäre halt sein größter Wunsch, diese CD hier präsentieren zu dürfen. Und wir haben natürlich ein sehr enges Programm. Wir haben schon alle fix und fertig gehabt, aber wir haben einen Wunsch erfüllt. Und ich habe gesagt, wir machen dieses Paket nochmal auf und wir werden ihn schon irgendwie einschieben. Und ich habe gesagt, ich gebe ihm eine Chance. Und ich glaube, das ist eine tolle Plattform, heute hier vor so einem tollen, netten Publikum eine CD oder eine Single präsentieren zu dürfen. Jetzt wünsche ich ihm viel Glück bei der quasi Premiere. Und würde sagen, begrüßen wir recht herzlich, der kommt von dieser Seite, glaube ich, begrüßen Sie, da ist er, ganz herzlich Manuel Spitzer. Hallo. Also es freut mich recht herzlich, dass ich von Silvia Samoni heute eingeladen worden bin, bei der Schlagerweihnacht hier zu singen. Und heute ist es Premiere für mich, meinen Weihnachtstitel zu präsentieren, und der heißt Weihnachten ist da. Thank you.
Damen und Herren, was sagst du, Mani? Hat er super gemacht, gratuliere. Danke. Viel Glück, ich wünsche dir alles Gute und danke. Schau mal, vielleicht passt es wieder. Danke. Okay. Vielen Dank, danke schön. Schönen Abend. Manuel Spitzer. So, meine Damen und Herren, und es ist noch jemand an mich herangetreten und mit einem Wunsch, apropos Wunsch, jetzt, ich habe auch einen Wunschzettel geschrieben. Muss man alles aufschreiben, ich merke mal nichts mehr. Am Wunschzettel, okay? Darf ja. Wunschzettel habe ich geschrieben, schau, mit dem Computer. Lieber Weihnachtsmann, zu Weihnachten wünsche ich mir ein riesiges Plus auf meinem Konto und ein fettes Minus auf meiner Waage. Und bitte, bitte, vertausch diesen nicht schon wieder. Und den lege ich nächste Woche auf die Esterbank und ich hoffe, dass der Weihnachtsmann oder das Christkind damit abfliegt und dass das einmal funktioniert. Eigentlich habe ich die letzten Jahre immer ans Christkind geschrieben, ganz den gleichen Brief. Hat nichts genutzt, deswegen schreibe ich es jetzt am Weihnachtsmann. Schau mal, okay. So, und mit einem Riesenwunsch ist auch eine ganz tolle Sängerin aus dem Kinderchor an mich herangetreten, die Katrin, und sie hat gesagt, Silvio, ich würde gerne mit dir auch so ein richtiges Duett einmal singen und das wäre ihr großer Wunsch, ihr größter Traum und, naja, selbstverständlich. Und jetzt würde ich sagen, begrüßen wir mit einem Riesenapplaus die Katrin Begutter von King von den Kernenkids. Herzlich willkommen nochmal und wie geht es so? Sie ist halt schon kein Kind, schon, ja, ich schon. Schau mal, wie lange du mitmachst bei den Kids. Okay. Stimme, passt. Ist der Schlappste gegen dich? Zeit zu vergehen, was uns
Patrick, vielen Dank, Dankeschön. Bitte gern. Jetzt gehen wir jetzt weiter, das nächste Liederlehrbuch einstudieren. Hilf's mal wenigstens. Okay, na Gott sei Dank. Mit der auf einer großen Bühne ganz einsam und verlassen, das ist nichts. Ja, mit dem nächsten Lied möchte ich Sie, darf ich Sie ein bisschen einstimmen, wirklich auf diese ruhige, besinnliche Zeit und vielleicht, dass wir ein bisschen auch an die anderen Menschen denken. Und das ist eigentlich so der Sinn dieses Liedes. Das kennen wir alle, Hai-Chi-Bum-Pai-Chi-Bum-Bum, und da gibt es einen wunderschönen Text, den hat der Peter Alexander schon vor vielen, vielen Jahren gesungen. Und ja, das habe ich aufgegriffen, weil es mir einfach immer schon gut gefallen hat. Also ich habe zu Hause, meine Mutter hat seine richtige Schallplatte noch gehabt. Die kennt sie ja nicht, ihr seid viel zu jung für das. Ich habe sowas, ich kenne das, ich habe das dann geerbt und das liegt daheim. Aber wirklich eine wunderschöne Schallplatte und da ist dieses Lied drauf. Hai Chi Bum Pai Chi mit einem wunderschönen Text. Verrätst du unserem Publikum deinen Namen? Marie.
das ist die Marie. Die Marie ist unser jüngstes Kind bei den Kärnten Kids. Du, und wer ist denn das? Der Teddybär. Hat der auch einen Namen? Nein. Der heißt einfach Bär. Ja. Genau. Du, und ist der Bär jetzt dein Freund? Ja. Freunde. Hast du viele Freunde? Ja. Wen denn? Die Mia, die Marie, Anastasia, Christina. Freunde aus dem Kindergarten? Ja. Ja, also Freunde sind ganz wichtig. Freunde braucht man, um... Was macht man denn eigentlich mit Freunden? Hat man die eingesteckt oder was macht man mit denen? Spielen. Spielen kann man mit Freunden. Mit Freunden kann man auch viel unternehmen. Mit Freunden kann man auch so eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Sie glauben gar nicht, wie lange das dauert, diese Veranstaltung zu organisieren, zu planen, zu proben. Dann wird gesungen, es wird geübt, die Kinder müssen üben. Da hinten, Backstage, arbeiten ganz, ganz viele Menschen gemeinsam an einer Sache. Und gemeinsam klappt das nämlich. Und gemeinsam kann man ganz viel erreichen. Man kann gemeinsam, was kann man denn gemeinsam alles machen? Außer spielen. Man kann singen gemeinsam. Man kann, was kann man denn noch gemeinsam, was kann man denn noch gemeinsam tun? Musik machen. Musik machen. Gut, und wenn wir so viel gemeinsam machen, dann holen wir ja, hinten sind ganz viele Helfer, den Wichtigsten, der diese Veranstaltung organisiert, plant, von A bis Z läuft, für alles verantwortlich ist. Und das ist natürlich unser Silvio. Marie, kannst du bitte den Silvio holen, zu uns auf die Bühne? Gehst du ihn holen? Ja. Der Bär bleibt da? Und gleichzeitig darf ich den Herrn Kurt Ortner zu mir auf die Bühne bitten, von den Kärntner Regionalmedien. Das sind auch Menschen, die von Anfang an dabei sind, die mithelfen, dass diese Veranstaltung gelingt. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, Herr Ortner, ich gehe dazwischen. Herr Ortner, Kärntner Regionalmedien, Sie machen immer Berichte. Ich glaube, im September fängt die ganze Geschichte schon an. Da gibt es ganz tolle Vorberichte von der Weihnachtsshow. Es gibt tolle Fotos, wo wir irgendwie alle immer drauf sind. Das ist sehr gut. Und ja, das ist eine ganz, ganz große Hilfe für unsere Veranstaltung. Denn wie wir vorher schon gehört haben, ist es heuer so, dass nicht nur eine Veranstaltung ausverkauft ist, sondern sogar noch eine zweite morgen. Und das können wir ja auch ein bisschen Ihnen zuschreiben. Ja, ich danke recht herzlich für die Einladung. Die Kärntner Regionalmedien sind sehr bemüht, den Leuten etwas zu geben. Und wenn eine Veranstaltung so organisiert ist, wie sie unser Sigi organisiert, sind wir sehr, sehr gerne bereit, da unser Schärflein beizutragen. Und noch dazu muss man eines sagen, diese Show ist jedes Mal vom Feinsten. Und ich muss sagen, Sigi, ich gratuliere, was du da jedes Mal auf die Bühne zauberst und welche Leute du dazu bringst, da oben ihre Künste darzubringen. Danke sehr. Und eines darf ich nicht, das muss ich unbedingt anbringen. Unser Sigi, wir haben da wirklich einen Paradesänger, ein Aushängeschild. Also ich muss sagen, wir haben einen Semino Rosi und einen Helmut Lotti und in eigener Fasson unser Sigi. Sigi, Kompliment! Da gibt es ja immer eine besondere Zusammenarbeit mit den Kärntner Regionalmedien und der Weihnachtsshow. Also ich bin einmal richtig froh nach diesem Lob, dass ich nicht abheben kann, also weil mein Gewicht bleibe ich immer am Boden. Und das ist wichtig. Na, jedenfalls, es gibt schon eine lange Zusammenarbeit. Die Regionalmedien sind von Anfang an Partner von der Weihnachtsshow. Und ja,
wir machen im Februar sitzen wir beim Prosecco zusammen, besprechen schon, was wir im Sommer dann beziehungsweise im September an Werbung und so weiter bringen werden. Und die Regionalmedien unterstützen uns nicht nur medial, weil das ist ja wert, den kann man, das ist ja ein Wahnsinn. Und wie gesagt, wir machen das nicht nur medial in den Zeitungen, sondern sie stocken meistens ein bisschen was auf auch noch. Das heißt, dieser Topf, dass er mit der, damit er schön voll ist, so wie wir, haben da was rein und auch die Regionalmedien geben diesen Topf was dazu, damit es einfach eine schöne Summe ist. Und wir haben jedes Jahr wirklich eine schöne Summe am Heiligen Abend in einem Bäckchen verpackt, zur Licht ins Dunkel gebracht. Und das ist einfach ein schönes, ja, ein schönes Erlebnis. Ich rede eigentlich nicht so gern drüber, aber es gehört halt einfach dazu. Ich muss ein bisschen die Werbetrommel rühren und ja, deswegen. Aber sonst, viele sagen ja, warum machst du nicht das und das? Ja, wir machen es einfach, ich mache es gern. Und es gibt leider Gottes viel zu viel, Schicksale, die auftauchen bei uns jetzt in Treffen zum Beispiel. Da gibt es diese Geschichte mit dem Hochwasser bzw. mit den Erdrutschen und so weiter. Das sind Familien, wo man, da kennt man teilweise den einen oder anderen, wenn die erzählen und fangen, dann stehen die Augen in den, also Tränen in den Augen, und das ist eine ganz eine schlimme Sache. Und da weiß ich dann, dass das Geld gut ankommt, und ich habe immer gesagt, also wenn ich was mache, möchte ich haben, dass es in Kärnten bleibt. Am liebsten ist natürlich, wenn man Kindern damit helfen kann. Aber wenn irgendwas Akutes ist, dann ist das überhaupt kein Problem, wenn es auch in der Gemeinde oder was auch immer bekommt, damit dort wieder alles wieder so läuft, wie es vorher gelaufen ist. Ja, danke. Dann bedanke ich mich natürlich im Vorhinein wieder fürs Aufstocken heuer. Danke sehr. Vorgegriffen, aber macht ja nichts. Da sind wir schneller fertig. Ne? Du hast mir ein bisschen vorgegriffen, aber macht nichts, da sind wir schneller fertig. So, jetzt habe ich gesprochen über die monatelange Planung. Dann habe ich gesprochen über die Leute, die hinten arbeiten. Gemeinsam schaffen wir alles. Aber es fehlt noch was. Es fehlt das Publikum. Sie sind auch ein wesentlicher Faktor, die zum Gelingen beitragen. Denn wenn Sie nicht da wären, hätte man irgendwie proben können. Ne? Und ja, und gemeinsam, ich sehe so viele Menschen, gemeinsam kann man viel schaffen. Gemeinsam kann man auch viel spenden. Und wie das bei uns abläuft, die Leute, die schon öfter da waren, die wissen das eh. Ende der Vorstellung, da vorne hinaus. Vorne sind zwei Spendenboxen für Licht ins Dunkel. Und da werfen wir dann unser hart Erspartes hinein. Darf ich das so? Ja, hart Erspartes. Da werfen wir dann unser hart Erspartes Geld hinein für einen guten Zweck. Gemeinsam. Gemeinsam. Und gemeinsam, das macht einen anständigen Wind. Und falls jemand einsam ist und da was reinschmeißt, dann sind wir da gemeinsam. Da kommt natürlich die Licht ins Dunkelbox für die Leute, die noch nie da waren. Das ist die Licht ins Dunkelbox, und die steht dann hinten beim Ausgang, beim Ende der Vorstellung. Und vergessen Sie nicht, jeder Euro zählt. Und ich bedanke mich im Vorhinein für Ihr frohes Spenden.
was einzusprechen. Bitte, Techniker, schlag mich nicht, dass ich da einrede. Aber ich habe sonst kein Mikrofon. Wir möchten uns nochmal bei Silvio bedanken, dass wir uns dürfen bei der super Veranstaltung dabei sein. Danke und danke an das super Publikum, dass ihr so mitgeht. Wenn es auch teilweise ein bisschen schräg ist bei uns, aber es gehört dazu. Wir haben jetzt noch zwei Stücke vorbereitet. Falls es euch gefallen hat, spielen wir noch ein drittes. Also schauen wir mal. Und das nächste Lied, das muss ich auch noch kurz ansagen, das hat schon Sefa Six gespielt. Wir haben ja auch das mit Sax. Sie haben das mit Six, wir haben das mit Sax. Wir sind aber leider zu fünft. Und sie haben Rudolf the Red-Nosed Reindeer gespielt. Wir spielen das auch noch einmal. Sie haben aber nur drei Strophen, auch wir machen die vierte Strophe. Danke.
Uli Weihnacht, du stehst aber auch überall noch im Weg, aber du. Du aufhörst. So, und was machen wir jetzt? Dann machen wir was Gescheites. Ah, machen wir lieber was Schönes. Ja, spüren wir was. Etwas, mit dem jeder im Saal hier Freude hat. Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, vielleicht was Weihnachtliches. Was sagst denn du? Ja, wie war's mit deinem Krippenspiel? Na ja, was du die Maria spielst. Ich die Maria. Mit einem Bord. Ist ja wurscht. Die Conchita hat ja auch einen. Das ist ja der. Und wer macht den Josef? Warum schaust du mich so an? Schau ich so heilig aus? Ha, eher scheinheilig. Und du hast da kein Bord, so wie der Josef. Und mit deiner tiefen Stimme, da erschreckst du das Jesu-Kind. Ja, man, auf den Josef könnte man eigentlich eh verzichten. Der war ja damals auch nicht dabei. Na, na. Nein, nein, ich spiele nicht das Jesuskind. Nein. Bei meinem Gewicht, da bricht er jede Krippen zusammen. Ja, aber schreien geht es gerade du am lautesten. Nein, schlagt euch das aus dem Kopf. Na, sagst du was? Und da haben wir's. Weihnachten fällt heuer wieder aus. Nein. Da müssen wir halt was anderes spielen. Ich weiß was. Treffen uns am 6. Jänner. Und spielen wir Heiligen Drei Könige. Das passt ja viel besser zu uns. Eine gute Idee. Aber wisst ihr überhaupt, dass es einen vierten Heiligen Drei Könige gibt? Aber es heißt, die Heiligen Drei Könige. Es gibt aber einen vierten Heiligen Drei Könige. Und der kommt sogar aus Kärnten. Wisst ihr was? Setzt sich um. Habt ihr noch Platz und wir kommen jetzt endlich bis. Die Geschichte, die müsst ihr hören, vom vierten Heiligen Drei König. Gestatten, dass ich die Geschichte heute präsentiere, stellt euch vor, ich bin der Heilige Drei König Nummer 4. Geboren, das liegt auf der Hand in Köstenberg im Kärntner Land. Mit Namen Franzis Scheider. Davon steht in der Bibel gar nichts. Leider. Es ist eine ganz blöde Geschichte, von der ich heute euch berichte. Es hat von Bethlehem, der Stern, von Astronomen konnte man es hören, über Kärnten in der Nacht einen kleinen Umweg gemacht. Ich hab's geahnt, nein, ich hab's gewiss, dass Jesus Christ geboren ist. Und weil ich weiß, was ich gehört, habe ich ein Geschenk gesucht, das was wert. Aber nicht ein geschießte Geschastel, nein, ein gelungenen Kass in einem holzernen Kastel. Na ja, was soll ich jetzt sagen? Ich bin dann gleich drauf losgezogen und war kaum über unsere Karawanken schon beim Christkind in Gedanken. Der Stern und ich haben wie geschmiert von Jugoslawien passiert. Die Passkontrolle zur Türkei war uns Pilgern einerlei. Die drei anderen Könige haben schon drunten gewartet mit den Gaben. In Damaskus waren sie schon. Und mit einem flegelhaften Ton haben sie mich dann dort begrüßt und gefragt, wo so lang gewesen bist. Ich drauf, ja, du könntest die Junge kriegen. Ja, glaubt ihr denn, der Franz kann fliegen? Wir sind dann scharf rechts abgebogen und nach Jerusalem gezogen. Wir haben uns ja kaum verirrt, weil der Stern hat uns geführt. Das Wetter, das war wunderschön. Bei Tag hast du nur die Sonne gesehen und heiß war es auch. No, ich sag's Ihnen, der Glundne, der vom ganzen Rinnen. Der Kasper hat mit dem Roten gerinkt und gefragt, was bitte da so stinkt. Ich sag, der Glundne ist, der schon fast rinnt, geh vor, dann riechst du nicht dahin.
Der Stern, der vor uns hergezogen ist, plötzlich nicht mehr weitergeflogen. Bremst auf einmal über einen Stadel, drin war ein Mann mit seinem Madel. Und in einem Trog mit Stroh und Windel ist gelegen drin das himmlische Kindl. Kaspar, Melchior und Balthasar brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe da. Und ich in einem Kastel an Holzernen, den glunkenen Kass, den geschmolzenen. Drauf meint der Josef, du Maria, ich möchte wissen, er hat der Bursch schon wieder in die Windel. Man hat mich auch gestrichen drum aus dem Evangelium. Deswegen kennt man auch sehr wenig die Geschichte vom vierten heiligen Dreikönig. Und mit dem Käse so eine Sache, der rinnt, was heiß ist, heute noch. Das Christkindl war, hätte mit einem glunkenen Kass in einem hölzernen Kastl auch keine Freude. Dann schon eher mit Safer Six. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. And a pair of the fizzle that chooses the wish of Barney and Ben. Thought Uncle Todd will go for once the home of Jennies and Jen. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is a carol that you sing right within your heart. And a pair of and the pistol that shoots the wish of Bunny. That's the propeller will go for a walk. It's the home of Jennies and Jen. And Mom and Dad could hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front porch. Das nächste Stück ist aus Weihnachten, aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken. Es kennt sicher jeder und deswegen seid ihr alle herzlich eingeladen mitzusingen. Thank you.
Do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas! How could I say when no say I love you? I didn't God know what a fool I have been. But if you kiss me now, you better fool me again. Everyone.
Beim folgenden Stück könnte es in der ersten Reihe ein bisschen feucht werden mit dem ersten Text, was ich im Sinne nämlich Fabody. Also nichts für ungut, sie ist nicht böse gemeint. Look at Frosty go. Over the hills of snow. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. Oh, wonderful place it all is ready. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. Look at Frosty go. Over the hills of snow. Over the hills of snow. Frosty the snowman knew the sun was hot that day. So he said, let's run and have some fun right before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic car. And the only possible moment when he heard the holy stop, stop. Frosty the snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye, saying, don't you cry, I'll be back again someday. Look at Frosty go. Over the hills of snow. Hey! Super Six. Wahnsinn. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt schon langsam zu den Weihnachten. Nein, zum Finale. Und eigentlich schon zur liebgewordener Tradition ist dieses Christbaum aufputzen. Hast du es im Rest Österreich auch aufputzen? Also schmücken, schmücken. Christian, du schaust ein bisschen verzweifelt an. In Niederösterreich passt das auch, oder? Aufputzen. Okay. Und ja, und ich habe mir da eigentlich jedes Jahr einen Stargast eingeladen. Gell? Und ich habe ja lang herumgedacht und wen können wir, wer würde passen und so weiter. Ich habe dann an den Cochita Wurscht gedacht, aber die ist mit dem Rasieren nicht fertig geworden. Ist eh wurscht. Naja, jedenfalls habe ich lange überlegt und habe gedacht, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Und ich darf Ihnen jetzt meinen Spezialgast vorstellen und willkommen heißen. Begrüßen Sie! Ist er schon fertig? Okay. Begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus den EU-Bauern von Wiederhauf Asching!
direkt aus Brüssel angekommen. So kämen vom Fernsehen Originaltracht des Villacher Faschings, also das hat er immer an. Und so schaut der EU-Bauer Natur aus. Und das ist ein ganzer Lieber. Und wie gesagt, ich sage, ich möchte was Besonderes haben und der EU-Bauer passt ja perfekt zu meiner Weihnachtsshow. Und lieber Manfred, gehen wir schon langsam an, weil wir, weißt du, wir müssen schon langsam mehr heimgehen. Wir haben morgen auch noch was zu tun. Habe ich. Das ist mein Wald, hast du nicht aus. Den habe ich bei Nachbar geflogen. Schmücken mit der ganzen Welt heut unsern Weihnachtsbaum. Wie hast du ihn dir vorgestellt? Na, wie schon, wie ein Traum. Doch das ist er noch nicht. Er ist eher, sag mir, mehr als Licht. Es grünt so grün. Ja, du hast recht, er grünt so grün. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Es reicht schon etwas Schnee hinein zu sprühen. Ha. Ganz in Weiß erstrahlt jetzt unser Baum. Das ist nicht weiß, das ist eher Black. Roy Black. Zwei Apfelsinen im Haar, uralten Schlager und anderen Wetter. Ja, haben wir noch viel mehr. Schau, was wir da alles haben. Ein ganzes Kugellager. Und dort ist gestreift und auch mit Traune gehört. Lametta fehlt, Lametta fehlt. Ja, ja, ja. Wo haben wir es, wo haben wir es? Alles da, da, da. Alles da, 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 da. Vom Bila oder da. Eurospar. Silvio, keine Schleichwerbung. Gold und Silber liebe ich sehr. In den grünen Zweigen, komm, wir tanzen ein, zwei Mal, einen schönen Reigen. Ob der Baum uns dafür dankt, dass er so beschenkt wird, dass er so wie eine Frau reif mit Schmuck behängt wird. Ich weiß was noch fehlt. Na? Hier und da ein roter Apfel, das könnte lustig sein. Und noch ein paar Silbersterne müssen noch hinein. Hey, la 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 la. Setz ihn unterm Baum, so wie immer. Genauso fängt die Weihnacht an. Tannenbaum, so ein Traum, mein Herz schlägt, I love you. Und ein Engel, so wunderschön wie du. Und der Silvio, der bringt den Stern. Hey! Hey, hey, hey!
Ja, danke schön. Wer wird sich den ins Wohnzimmer stellen? Also, naja. Wenn den vor die Tür umstößt, dann brauchst du keinen Hund. Da sag ich, da geht keiner vor. Silvio, und dann auch gar nicht. Ich brauche eh keinen Hund. Okay. Ich denke nur immer an die Leute, die was da am Weihnachtsbaum sitzen. Und da fällt mir immer so eine Geschichte ein. Ein Lehrer stand einmal vor seiner Schulklasse und holte unter seinem Pult einen Blumentopf hervor. Und dann hat der Lehrer diesen Blumentopf mit Golfbällen vollgefüllt. Und als der Blumentopf voll war, hat er die Schüler gefragt, ist der Topf jetzt voll? Und die Schüler haben gesagt, ja. Dann hat der Lehrer Kieselsteine herausgeholt und hat die Kieselsteine zu den Golfbällen dazugeschüttet. Und die haben den Freiraum ausgefüllt und als der Topf voll war, hat er wieder die Schüler gefragt, ist der Topf jetzt voll? Die Schüler haben gesagt, ja. Und dann hat der Lehrer ein Behältnis mit Sand herausgeholt und den Sand dazu geschüttet. Und den haben den letzten noch verbliebenen Freiraum zwischen den Golfbällen und den Kieselsteinen ausgefüllt. Und als der Topf voll war, hat der Lehrer wieder gefragt, ist der Topf jetzt voll? Und die Schüler haben gesagt, ja. Und dann hat der Lehrer zwei Glas und Bier genommen, hat sie reingeschüttet und alle Schüler haben gelacht. Und dann hat der Lehrer gesagt, ich möchte, dass Sie diesen Topf als Repräsentation Ihres Lebens betrachten. Die Golfbälle, das sind die wichtigen Dinge in Ihrem Leben. Ihre Gesundheit, Ihre Familie, alles Leidenschaftliche, mit dem Sie existieren könnten, auch ohne, dass es etwas anderes gäbe. Die Kieselsteine symbolisieren Ihr Haus und Ihr Auto. Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeiten, der Rest. Wenn Sie aber den Sand zuerst in den Topf hineingeben, dann haben Sie keinen Platz mehr für die Kieselsteine und auch nicht mehr für die Golfbälle. Und so ist es auch im Leben. Man muss im Leben Prioritäten setzen. Zuerst die wichtigen Dinge. Einmal zu einer gesunden Untersuchung gehen, einmal mit der Familie zum Essen gehen, einmal mit den Kindern spielen, einmal für sich die Seele baumeln lassen, sich's einfach gut gehen lassen. Es wird immer noch Zeit bleiben, das Haus zu putzen, das Auto zu reinigen und andere unwichtige Dinge zu erledigen. Immer zuerst Prioritäten setzen. Auf einmal ist einer der Schüler aufgestanden und hat gesagt, Herr Lehrer, was soll denn das mit dem Bier? Der Lehrer hat gesagt, das ist gut, dass Sie mich das fragen. Es ist dazu da, Ihnen zu zeigen, dass egal wie schwierig das Leben auch immer sein mag, immer noch Zeit für ein oder zwei Bierchen ist. So, und so schon.
Danke. Und so soll ein Christ dann aufgeputzt sein, nur damit du das hast. Bitte komm zum Übung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt kommen wir wirklich schon langsam zum Ende. Und jetzt müssen wir ein bisschen die Stimmung wieder ein bisschen runterbringen, weil es war schon über wie heißt das? Übergirisch oder wie? Ja? So mit Fasching und Leilei, das ist ja Wahnsinn. Und das bei einer Weihnachtsveranstaltung. Okay, aber was die EU, gell? Das ist so. Da kann alles Mögliche passieren. Ne? Na, jedenfalls, die ganze Welt ist voller Glück. Stehen würden und den Abend einfach noch so wunderschön ausklingen lassen würden. Wir werden natürlich draußen durch das eine oder andere Liedchen schmettern. Safer Six hat auch gesagt, sie werden noch ein, zwei Lieder zum Besten geben und. Also ich würde empfehlen, bitte bleibt alle da, ja, und machen wir noch ein bisschen draußen Party. Jedenfalls möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken für Ihren Besuch und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken beim Hause Casino und bei den ganzen Mitarbeitern vom Casino und auch bei der Technik für diesen tollen Abend, weil ganz, wie gesagt, es geht nur gemeinsam und es hat wirklich alles super funktioniert heute und dafür möchte ich mich, wie gesagt, beim Hause Casino und bei allen Mitarbeitern ganz herzlich bedanken. Ja. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Sponsoren, die sind ja immer wieder irgendwo aufgeschienen auf der Leinwand oder auf den Flyern und so weiter. Da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für die großzügige Unterstützung für diese Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank. Ja, bedanken möchte ich mich auch bei allen
Helferlein, sage ich mal, und bei allen unter der Bühne, hinter der Bühne, neben der Bühne und. Also es sind ja so viele, die Petra hat sich schon ein bisschen angeschnitten, wie lange das alles dauert, bis wir das alles im Kasten haben und wie viele Leute da dran arbeiten. Das ist wirklich ein Wahnsinn, aber es macht riesen Spaß und ich möchte, wie gesagt, noch einmal ganz herzlich Danke sagen an das Bühnenteam und da möchte ich mal ganz kurz den Moritz und den Hans nur darauf erbitten, weil die sind federführend. Der Hans ist der Bühnenchef, der Junior ist die rechte Hand von ihm. So, da würde ich sagen, stellvertretend für alle hinter, ober, unter der Bühne ein Riesenapplaus für Moritz und für Hans. Dankeschön. Ja, und es natürlich die Mitwirkenden. Was würde ich ohne euch machen? Also ich möchte einmal Danke sagen an alle Mitwirkenden, die heute hier mit dabei waren und wirklich das Beste gegeben haben. Vielen, vielen Dank an alle und ich hoffe, ihr kommt jetzt alle auf die Bühne zu mir. Das wäre natürlich ganz, ganz toll. Und bevor ich etwas vergesse, ich möchte mich auch bei meiner Oli, bei meiner Frau ganz, ganz herzlich bedanken. Sie hat mich jetzt voll unterstützt die letzten Wochen. Ich war sicher nicht ausstehlich, sage ich mal, weil das ist nicht so ohne, aber vielen, vielen Dank, liebe Oli, für deine Unterstützung, für deine Hilfe. Und du kriegst so wie immer nach der Veranstaltung nichts zum Trinken. Ein dickes Busserle, das muss reichen. Beim Murren müssen wir wieder arbeiten. Ja, und ganz zum Schluss, meine Damen und Herren, darf ich mich bei Ihnen einmal ganz herzlich bedanken für das Kommen, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie werden das ein bisschen weitererzählen. Ich hoffe, wir sehen uns, hoffentlich schon früher, aber nächstes Jahr wieder bei der Schlagerweihnacht. Das wird sie natürlich wieder geben an zwei Abende, das haben wir schon fixiert. Und ja, das kann ich nur mal sagen, ich wünsche euch noch allen eine wunderschöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit. Für das bevorstehende Weihnachtsfest alles Gute. Tut es anständig feiern im Kreise der Familie. Nehmt euch einfach Zeit und bleibt mal gesund. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt gibt es noch ein Abschlusslieder, das wir alle kennen, so zum Mitzwingen und Mitsingen. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und ein gutes neues Jahr. Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht. Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht. Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch